Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Port hier Splatoon 2 online. Es ist wieder Splatfest-Zeit und ja, ich habe mich ja schon beim letzten Port dazu geäußert für dieses Thema diesmal, deswegen wiederhole ich mich nicht. Und ja, seit Freitag ist zwar der neue T-Tuber draußen, ne? Aber das spare ich mir dann für den nächsten Part auf, weil es ist Splatfest. Da jetzt irgend so eine beschissene Waffe zu benutzen, wie in dem Fall halt die Sniper, hebe ich mir dann für den nächsten Part auf. Für mich ist das relativ besser, weil so eine beschissene Waffe im Splatfest zu spielen, da will ich jetzt irgendwie doch nicht. Deswegen, wie gesagt, mache ich das dann im nächsten Part. Aber nicht alleine, natürlich mit Gästen am Start diesmal, seit langem. Ich glaube, das wird recht spaßig, aber ja gut. In dem Fall zocke ich für diesen Part den Platscher SE, den es auch schon eine Weile gibt. Mit dem Stingray als Ulti und mit Instabomben am Start. Ah, wir haben hier sogar schon einen. Oh, schade. Hätte ich den noch getroffen, wäre es irgendwie cool gewesen. Aber naja, dann halt nicht. Dann kriege ich den vielleicht. Ja, wunderbar. Nein, jetzt ab. Nein. Verpiss dich. Kommt dann noch hier hin? Nee. Ab hier ist einer. Komm, yeah, Mann. Gute Reichweite vom Platscher hier. Wunderbar. So, Ulti ist mal da am Start. Ey. Wow, toll. Aber ich sehe, wir könnten die Runde sogar recht gut gewinnen. Weil die Gegner sogar einen DC haben. Habe ich jetzt mal gesehen. Hab zwar keinen Plan seit wann diese Runde. Aber wenigstens habe ich es noch mitbekommen. Komm nicht, krieg ich. Hä, ich hab ihn noch ein paar Hits verpasst. Was soll denn das? So, jetzt bist du aber tot. Danke dafür. Na, okay, er hat nicht viel gebracht, leider. Ja. Keine Chance hier. Mit dem Platscher wieder am Start. Wo ich das letzte Mal einen Platscher benutzt habe, ich keine Ahnung, was das für ein Part war. Da war ich sogar recht gut gewesen. Na. Ja. Wir haben sogar auch ein DC. Und wir haben sogar noch verloren. Ja. Ist klar. Ja, genau. Ja. Ja. Voll fair, ne? Nee. Drecksrunde. Ach, Mann. Aber ja, ich habe wenigstens 5 Kills gemacht, also war gar nicht mal so scheiße. Scheiße. Oh Mann. Ich glaube, ich muss mein Shirt erstmal lernen. Mach ich das erstmal und dann suchen wir mal eine neue Lobby. Also, bis gleich. So, nachdem ich jetzt nun endlich mein Shirt geleert habe, geht es nun zur Wandelzone. Daraus folgt auch ein extra Video, damit man halt immer sieht, wie immer das Splatfest, ach, die Wandelzone in jedem Splatfest aussah. Zur Information, aber ich denke mal, dass ihr das schon gesehen habt, wenn das hier hochgeladen wurde. So, muss erstmal zum Punkt kommen, aber okay, gut. Ich habe es ja schon gesehen und ich muss sagen, die ist richtig geil, weil das sind sogar die Kanonen vom Salmon Run. Und ja, die können schon einen richtig hitten. Das ist schon recht krass. Aber die Kanonen, die sind einfach so krank. Also nichts gibt's hier. Erstmal jemanden töten. Und ich bin erst etwas später auf die Idee gekommen, dass das der Tintentank auf der rechten Seite derselbe Tintentank ist, den wir haben. Weil beim Salmon Run ist es ja so, dass die Kanonen ja einen eigenen Tintentank haben.
glaube ich zu wissen. Und ich bin einfach nur dumm. Keine Ahnung. Aber es ist irgendwie voll recht cool. Man kann da... Oder treffe ich den zufällig? Naja, ich habe mit beim Kill geholfen. Sag was mal so. Benutzen wir mal wieder die Ulti, den Stingray. Komm, treffe ich wenigstens ein. Nö. Weil ich zu dumm dafür bin irgendwie. Ah, scheiße, komm. Ah, schade. Ja, war klar, aber ich wollte ihn jetzt unbedingt noch treffen. Dafür habe ich jetzt einen Kill bekommen. Bin zwar gestorben, aber ja, egal. Das war es mir jetzt wert. Noch mal ein bisschen was einfärben hier. Auch wenn es mit dem Platscher... Hä? Okay, die einzelnen Spritze. Warum auch immer, aber okay, gut. Ey, es ist wieder so scheiße. Ey, wie in der letzten Runde. Warum kriege ich immer solche beschissenen Teammates? Was soll das? Oh, zum Glück habe ich aufgepasst, weil ich wäre jetzt fast runtergefallen, ey. Na komm, ich krieg dich. Dann halt nicht. So, doch. Wenigstens ein. Ja, nee, ich werde jetzt nicht durch dieses Stingray sterben. Das sehe ich jetzt mal nicht ein. Ja, was ist jetzt hier wieder los? Mit der Eskalation, ja, die Kanone, was soll denn das? Nee, nee, nee. So ein Dreck wieder hier. Ja, wieder verloren. Läuft überhaupt nicht gut. Läuft überhaupt nicht gut, weil ich nur Drecks-Teammates bekomme. Hier, du kannst dich hier mal verpissen. Dankeschön. Ey, die Runde war hier wieder für den Arsch, Mann. Ich krieg nur Kack-Teammates. Was soll denn das? Es lief gestern viel besser. Drecksbetrug, ey. Nee. 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 Da war ich sogar noch besser. Alles klar, wahrscheinlich. Oh, immer diese zwei Punkte, ey. Komm, mir fehlen noch ein paar Punkte. Bis zum Fanclub-Blader. Kann doch nicht so schwer sein, Junge. Junge. Soll ich noch eine neue Lobby suchen? Ich weiß nicht. Ich mach einfach mal weiter. Es wird immer besser. Jetzt haben wir einen in Stufe 5 drin. Wird ja immer besser. Okay, gut. Level und gleichzeitig Skill hat damit nichts zu tun. Aber trotzdem, das regt mich auf. Wenn man Leute bekommt, die niedrigen Level haben irgendwie. Ich weiß nicht. Wie gesagt, es hat nichts mit Skill und so zu tun. Das ist mir klar. Aber trotzdem regt mich das immer irgendwie auf. Ich weiß nicht warum, aber es regt mich auf, wenn ich sehe, dass Leute Level wie jetzt hier 5 oder 10, 15 oder so. Keine Ahnung, das regt mich so etwas auf. Ich, keine Ahnung. Dann geht doch, schwimm doch da hoch. Mein Gott, oder bist du zu doof dazu? Hahaha, der war schön. Nee, das sehe ich jetzt mal nicht ein, deswegen schwimme ich hier hoch, um dann hier hinzugehen. Hat zwar nicht viel gebracht, aber egal. Ach, hier ist einer, hier. Kill ich den? Nee, den kill ich nicht. LOL! Was für eine Rettungsaktion. Nice. Okay, einen habe ich im Visier wahrscheinlich, durch irgendwas. Verdammt, den kriege ich noch, den kriege ich noch. Ja, kein Plan mehr, wo der ist, aber egal. So, dafür kill ich jetzt den. So. So, den auch nochmal. Gleich ein Double Kill gemacht. Auch geil. Ja, okay, das passt auch. Und jetzt habe ich keine Tinte mehr. So, ich bleib mal lieber hier. Boah, die Ulti könnte ich auch mal benutzen. Ja! Wenigstens mal hier einen mit der Stingray getötet. Wow, toll. Alter, das kann doch nicht sein.
So. Ich dachte jetzt schon hier. Oh, die Runde läuft bis jetzt recht gut, bitte. Der wollte mich versuchen umzurollen. Was für ein Typ, ey. So, noch ein. Alter, ich mach gerade übelst viele Kills, Alter. What the fuck? Ist ja richtig krass gerade. Ja, wie geil. What the fuck, was ist hier los, Alter? Ich mache mir viele Kills. Was ist hier los, ey? Alter. Ist das krass. Und krank gleichzeitig. Es ist krass krank. Mal hier ausweichen, easy. Ja, die Runde haben wir jetzt wenigstens mal gewonnen. Yeah! Ach, Mann. Endlich. Aber jetzt bin ich gespannt, wie viele Kills ich gemacht habe. Ich gehe mal davon aus, zwischen 8 bis 10 Kills. 11 sogar. Geil. Ja, noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Fanclub leider. Confirmed. Ja. Yeah. Geil. Und wir haben Map Rotation. Nice. Bin mal gespannt, welches diesmal sind. Wir haben es 13.05 Uhr. Laut der Aufnahme natürlich. Und ja, mal schauen. So. Ja, dann halt nochmal Wandelzone. Diesmal von der Map Rotation. Entweder Permut Akademie oder Seda Seda Markt. Oder Keda Keda Markt oder wie man das auch ausspricht. Ich bleib dabei. Bei der ersten Aussprache natürlich. So, ich werde jetzt mal etwas weiter nach vorne pushen. Also gehe ich mal direkt in die Offensive. Und das was bringt, keine Ahnung, aber ich mach's jetzt einfach mal. Nice. Den Sniper habe ich wenigstens schon mal getötet. War eine recht gute Idee, mal in die Offensive zu gehen. Sonst mache ich das selten. Oh, Double Kill. Double Kill. Wird ja mal besser hier, ey. Hier, okay, war zwar kein Kill für mich, aber dafür Assist mehr oder weniger, passt schon so. Ah, jetzt können wir mal ein bisschen mehr einfärben. Ich habe noch nicht mal eine Insta-Bombe mal benutzt irgendwie, ne? Ja, bei manchen Waffen, wo der Tintentank schnell wieder voll wird, kann man ruhig mal ein paar werfen. Die Gegner mal ein bisschen nerven damit. Oh, Scheiße. Rückzug. Nein, wobei, nö, doch nicht. Ich bleib mal dabei. Na? Hä, der hat sich ja fast gar nicht bewegt irgendwie, hä? Was war denn mit dem los? Lägt der rum hier oder was? Hat der Bambuserleitung oder wie? Keine Ahnung. Ihn auch bekommen, wunderbar. So, noch ein Kill gemacht. Alter, es geht ja mal gerade richtig ab, ey. Ist ja richtig nice. Richtig geil auf jeden Fall. Oh, ich hab nicht gesehen, dass der bei mir war. Lol. Übelster Luckshot, habe ich gar nicht gecheckt so richtig. Nee, aber da, ja, ja, okay. Nee, 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 nee. So. Puh, zum Glück bin ich nicht gestorben, weil es wäre jetzt richtig peinlich gewesen, ey. Scheiße, Junge, Junge, Junge. Aber ja, gut. Komm, den will ich killen, der hier ist. Geht dann halt nicht. Ich folge mal in der Kanone wieder rein. Egal, dann halt nicht. Hehehehe. Der Kill war schön. Sprühe einfach mal so in die Menge rein. Nee, 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 das sehe ich jetzt nicht ein. Fast gestorben.
Verdammt! Egal! Aber wieder gewonnen! Yay! Momentan gehe ich irgendwie gerade voll ab. Letzte Runde war geil. Jetzt die Runde. Die ersten zwei Runden haben wir verloren. Irgendwie. Und jetzt hier zwei Runden gewonnen. Irgendwie voll cool. 13 Kilo. Alter. Erstmal richtig getoppt. Ja, Fight Club, Leute. Yeah. Okay. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch für heute. Dann habe ich das schon mal abgeschlossen. Zwei Stunden später, wenn das Splatfest vorbei ist, gibt es dann die Endergebnisse dafür einen Livestream, den ihr schon gesehen habt, denke ich mal. Ja, machen wir noch eine Runde, würde ich mal sagen. Let's go! Dann wird es höchste Zeit, in der letzten Runde mal mit dem Cedar Seermarkt noch ein Ründchen zu spielen, bevor wir wieder Abschied nehmen müssen hier fürs Splatfest. Aber ja, gut. Ich versuche nochmal wieder auf die Offensive drauf zu gehen. Gerade bei dem Platscher ist es zwar keine recht gute Idee, aber egal, ich mach's einfach trotzdem, weil darum. Einfach bei, ne, die Gegner sind auch etwas aggressiv dabei. Da wird's ein bisschen schwieriger. Komm, den nehme ich. Warte, wo doch nichts draus mit der Ulti. Ach, zu schade. Oh, schade. War doch ein kleines bisschen spät. Nee, 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 nee. Na, ist tot. Tot. Hä? Achso, ich dachte schon. Hä? Ich dachte jetzt schon, das war jetzt ein bisschen komisch. Aber ja, gut. Na, verdient, dass ich gestorben bin, ey. Einfach nur verdient. Na, nicht in den Regen rein, wenn es geht. Dankeschön. Ah, Gegner droht leichte Gefahr. Ab und zu die Einblende ist schon mal zu sehen. Der Eimer-Typ. Oh, danke für die Rettung. Kollege. Ja, einer hier, der sich traut, mit dem Roller erstmal hier zu splatten. Tja. Den nächsten down. Alter, was mache ich gerade für Kills, Alter? Ist ja abnormal. Ich glaube, ich müsste mal wieder den Platscher mal mainen irgendwie, weil die ersten zwei Runden irgendwie waren übelst lächerlich und jetzt hier so momentan beim Einspielen hier von zwei Runden, ne, läuft es wieder recht gut. Nice. Ja. Der lässt sich noch sehen. Krieg ich den? Ne, ne, der ist schon tot. Na, wieder Tinte aufladen. Komm, das sieht gut aus. Wenn wir keinen DC bekommen, ist das sogar gut. Für die Gegner wäre es halt noch schlimmer. Aber egal. Ja, nice. Alter, ich mach gerade übelst viele Kills, Alter. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Tja. Keine Chance. Keine Chance, wie gesagt, ne? Da geht jetzt dieses Ding mal jetzt zu benutzen in den letzten 3-4 Sekunden, weil es halt überhaupt keinen Sinn gemacht hat, aber egal. Aber ich glaube, wir haben wieder gewonnen. Das sogar mit 2% Unterschied, obwohl es sogar etwas knapp war, haben wir es dennoch geschafft und ich habe 10 Kills. Alter, die ersten zwei Runden war übelst scheiße as fuck, ey. Aber jetzt hier die letzten 3-4 Runden, Alter, geil. Das ist jetzt mal endlich mal wieder ein schöner Abschluss, deswegen würde ich sagen, wir machen hier Schluss. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr mich gerne abonnieren und auch keine Videos verpassen. Könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Partner Splatoon 2 Online. Ciao und macht's gut.